Jugendamt stehen vor der Tür. Ein 13-jähriger Junge soll aus seinem Zuhause geholt werden. Er wehrt sich, sagt immer wieder, ich will das nicht. Trotzdem wird er von seiner Mutter getrennt. Dabei wird der Junge weder vernachlässigt noch misshandelt. Der Grund für die Herausnahme, er lehnt den Kontakt zum Vater ab. Gegen seinen Willen wird er in ein Heim gebracht, um dort auf seinen Vater vorbereitet zu werden. Die Umschau hat immer wieder über solche Fälle berichtet. Dazu zählt auch die Geschichte von Annette W. und ihrer 10-jährigen Tochter, deren Gesicht und Namen wir nicht nennen dürfen. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist eine normale Mutter. Auch sie hat ihre Kinder nie vernachlässigt oder misshandelt. Im Gegenteil. Sie liebt sie, möchte für sie da sein. Doch laut Gerichtsbeschluss sollen sie beim Vater leben. Trotzdem lebt ihre älteste Tochter seit einem Jahr bei ihr. Das Mädchen war immer wieder zu ihrer Mutter gelaufen, weil sie es beim Vater nicht aushielt. Die beiden müssen nun jeden Moment damit rechnen, dass Polizeikräfte vor der Türe stehen, um das Kind herauszuholen. Der Mutter droht sogar Ordnungshaft. Wenn es klingelt oder ich ein Geräusch an der Tür höre, dann habe ich immer Angst und denke, jetzt holen sie mich wieder von meiner Mama weg. Die hat insgesamt schon 7 Polizeieinsätze erlebt, wovon sie 3-mal tatsächlich dann auch von mir getrennt wurde. Und noch ein weiteres Mal muss einfach nicht sein. Also das kann jeder normale Mensch, glaube ich, auch nachvollziehen, dass das ein Kind schädigt. Und ich verstehe auch nicht, was diesen Kindern und auch insbesondere Mädchen vermittelt werden soll, dass ihr Wille mit aller Macht zu brechen ist und so vollkommen bedeutungslos ist. Dass es sich offenbar nicht um Einzelfälle handelt, zeigt jetzt eine aktuelle Untersuchung des Soziologen Dr. Wolfgang Hammer. Der Analyse liegen mehr als 1000 Fälle zugrunde. Der frühere Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendhilfe im Hamburger Sozialministerium kommt zu der These, dass Gerichte und Institutionen Kinder gefährden, statt sie zu schützen. Immer häufiger käme es zu Ad-hoc-Umplatzierungen ohne Folgeabwägung, auch zu In-Obhutnahmen, also Heimunterbringungen, ohne die gesetzlich vorgeschriebene dringende Gefahr. Für Rechtsanwalt Payam Rockney zeige die Studie nur die Spitze des Eisberges. Er ist spezialisiert auf hochstrittige Kindschaftsverfahren. Dass gesunde Kinder ihr Zuhause verlieren, weil der Umgang nicht klappt, sei mittlerweile beruflicher Alltag. Also ich glaube, dass es da tatsächlich so ist, dass das familiengerichtliche System da vom guten Weg abgekommen ist. Also das geht zu Lasten der Kinder, wenn eben dort ein permanenter Druck und permanenter Zwang ausgeübt wird auf die Kinder, den Umgang zu machen oder einen Wechsel zu akzeptieren oder die Fremdunterbringung zu akzeptieren. Permanent wird der Wille der Kinder übergangen. Es wird permanent die Behauptung aufgestellt, der Kindeswille sei manipuliert. Also einem Kind erstmal zu glauben, dass es das, was es sagt, tatsächlich auch so meint oder verinnerlicht hat, das kommt in immer weniger Fällen vor. Auch im Fall von Annette W. kam es zur Umplatzierung ihrer Töchter, wie es im Behördendeutsch heißt. Was war passiert? 2018 hat sie sich von ihrem Mann getrennt. Wegen der Kinder, die damals 3 und 6 Jahre alt waren, kommt es immer wieder zum Streit. Verfahren vor dem Familiengericht werden geführt. Um beiden Eltern dieselben Rechte einzuräumen, sollen die Mädchen wöchentlich zwischen Vater und Mutter wechseln. Nachdem sie das nicht mehr wollen, werden sie zum Vater umplatziert. Der Grund, die Mutter würde die Kinder gegen den Vater beeinflussen. Gewaltsam wurden sie schließlich von der Mutter getrennt. Beide Kinder wurden jeweils von einem anderen Polizisten weggetragen, wurden mir entrissen, haben geschrien. Es war ein Wahnsinn. Es ist wie ein Überfall. Danach dürfen die Kinder ihre Mutter wochenlang nicht sehen, dann nur unter Aufsicht, dann 14-tägig zu Besuch. Ostern 2021 fliehen sie dann zum ersten Mal aus der Wohnung des Vaters und laufen zur Mutter. Auf Antrag des Vaters erlässt das Gericht einen Herausgabebeschluss. Danach dürfen die Mädchen auch unter Anwendung von unmittelbarem Zwang und Unterstützung polizeilicher Vollzugsorgane herausgeholt und zum Vater zurückgebracht werden. Und dann kamen die mit 6 Polizisten, 2 Leuten vom Jugendamt und ein Gerichtsvollzieher in die Wohnung, waren hochaggressiv. Beide Kinder haben sich bei mir ins Bett verkrochen, haben sich gewehrt, haben gesagt, sie wollen nicht zurück, sie wollen bei mir bleiben, haben geweint.
Dabei war allen Verfahrensbeteiligten bekannt, dass die Mädchen bei der Mutter leben wollen. So heißt es in den Gerichtsakten, dass die Kinder eine enge Bindung zur Mutter haben und dass sie durchgehend äußern, dass ihr Zuhause bei Mama sei und dass sie dahin zurück wollen. In den Akten findet sich auch, dass der Vater als Alleinerziehender offenbar an seine Grenze kommt. Die Mädchen wirken bei ihm heruntergewirtschaftet, heißt es. Trotz dieser Aussagen geht ein Gerichtsgutachten davon aus, dass der Wille der Kinder nicht echt sei, denn die Mutter hätte manipulative Tendenzen, die kindeswohlgefährdend wären. Dabei hatte der Gutachter die Mutter nie gesehen. Sie hatte ihr Recht in Anspruch genommen, am Gutachten nicht teilzunehmen. Aber trotzdem hat der Gutachter sich erlaubt, über mich zu urteilen und hat gesagt, ich würde die Kinder manipulieren und dürfte eben deswegen nur begleitete Umgänge mit den Kindern haben. Und das Sorgerecht sollte man mir deswegen entziehen. Für Professor Sabine Wappler, die seit Jahrzehnten zu Familien und Kindern forscht, ist die Schlussfolgerung des Gutachters nicht nachvollziehbar. Häufig dort, wo Kinder entsprechende Präferenzen für einen Elternteil in Trennungsfamilien äußern, entsteht ganz schnell der Verdacht, dies sei das Ergebnis einer Manipulation und dürfe deshalb gar nicht ernst genommen werden. Schon das ist ein völliger Fehlschluss, weil der Wunsch eines Kindes, bei einem Elternteil zu sein, das Gefühl der Nähe und Geborgenheit ist etwas, was wir extrem ernst nehmen müssen. Und da darf von staatlicher Seite nicht ohne weiteres, also nicht ohne eine wirkliche Gefährdung seines Wohlergehens eingegriffen werden. Dass dies offenbar trotzdem regelmäßig geschieht, erlebte auch diese Mutter. Vor 2 Jahren wurde ihr damals gerade 6-jähriger Sohn hier gewaltsam aus der Schule geholt und gegen seinen Willen zum Vater umplaziert. 80 Kilometer weit weg in eine andere Stadt. Der Junge wehrte sich, schrie immer wieder Nein, wie ein Tonmitschnitt belegt. Doch es half ihm nichts. Der Kindesvater hat ihn dann ergriffen, unter lauten Hilfeschreien und Treten und sich körperlich wehren und festhalten an Gegenständen. Und schlussendlich hat man ihn dann wie ein Möbelstück abtransportiert. Auch diese Mutter hat bis zur Umplatzierung ihres Kindes ein ganz normales Leben geführt. Die Hochschullehrerin nahm 4 Jahre Erziehungszeit, war immer die Hauptbezugsperson für ihren Sohn. Weil der Junge nach der Trennung der Eltern den Umgang mit dem Vater verweigert, kommt es zum Verfahren hier vor dem Amtsgericht. Die Richterin beschließt, das 6-jährige Kind mit 2 weiteren Erwachsenen in der Schule anzuhören. Die Kindesmutter hatte davon keine Kenntnis. Da der Junge eine absolute Verweigerungshaltung zeigte, übertrug die Richterin noch in der Schule das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf den Vater. Der Junge wurde gegen seinen Willen in eine andere Stadt zum Vater umplatziert. Eine Kinderschutzexpertin, die sich in den Fall einbrachte, hält die Herausnahme für eine seelische Misshandlung. Das ist eine absolute Unverschämtheit, mit was für einer Selbstverständlichkeit der Staat Kindern sowas antut, das abgesegnet wird von oben und es keine rechtlichen Konsequenzen gibt für diese Staatsdiener, die so kindeswohlgefährdend handeln. Auch die Untersuchung von Dr. Wolfgang Hammer kommt zu dem Schluss, bei diesen Fällen haben wir es mit einem handfesten rechtsstaatlichen Skandal zu tun. Doch was sagen Richter dazu? Die neue Richtervereinigung kritisierte die Studie, sie stimmt nicht, sei nur eine Stichprobe, mit der man die Arbeit der Familiengerichte nicht bewerten könne. Trotz dieser Kritik sieht aber auch Carsten Löbbert von der neuen Richtervereinigung Reformbedarf. Es fehlt an Qualitätsstandards sowie einer Fachausbildung von Familienrichtern. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen und sich dort operieren lassen wollen, dann würden Sie wohl auch wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Ärztin oder der Arzt über bestimmte Grundkenntnisse verfügt und nicht zufällig der Internist ist, der nun mal gerade nichts anderes zu tun hat und das deswegen zu machen hat. Deswegen gehört es für mich zum Standard dazu, diese Dinge klar zu kommunizieren und durchzuführen. Die Leidtragenden sind die Kinder. Wurden sie wie der kleine Sohn dieser Mutter erstmal herausgenommen, kommen sie kaum wieder zurück, egal wie schlecht es ihnen geht. Nach der Umplatzierung sagte der Junge immer wieder gegenüber dem Gericht, dass er zu Mama wolle und zwar sofort. Er würde es hier nicht mehr aushalten. Wie der Junge leidet, auch das findet sich in den Gerichtsunterlagen.
So heißt es in diesem Protokoll der neuen Schule, das Kind sei aktuell nicht beschulbar, es sei dauerhaft in Not, er zeige psychische Auffälligkeiten und eine Persönlichkeitsspaltung. Laut aktuellem Gerichtsbeschluss bleibt der Junge trotzdem beim Vater. Auch im Fall von Annette W. und ihrer Tochter akzeptieren die zuständigen Gerichte offenbar nicht, dass das Mädchen bei der Mutter leben will und dies durch permanentes Weglaufen zum Ausdruck bringt. So führt das zuständige Oberlandesgericht hier in Celle aus, die Mutter hätte das Kind rechtswidrig zu sich entführt. Von fortdauernder Kindesentführung ist die Rede, gar vom kriminellen Handeln der Mutter. Ich habe sie nicht entführt, ich würde sie auch nicht entführen. Und das sind einfach völlig haltlose Unterstellungen, auch wenn man meine Tochter befragt. Sie sagt ja auch jedem, dass sie eigenständig weggegangen ist. Das Oberlandesgericht behauptet auch uns gegenüber, dass die Mutter den Aufenthaltsort des Kindes gegenüber dem Vater geheim hält. Seit einem Jahr bittet die Mutter diesen jedoch in zahlreichen Mails, mit seiner großen Tochter Kontakt aufzunehmen, sie zu besuchen, auch die kleine Schwester mitzubringen. Ohne Erfolg. Also ich kann nicht verstehen, ja, wie ein Vater seiner Tochter nicht mal zum Geburtstag gratulieren kann, aber gleichzeitig sie mit Polizeigewalt von ihrer Mutter trennen möchte. Und wie das zum Kindeswohl sein soll. Was Kindern mit solchen Verfahren über Jahre hinweg angetan wird, müsste dringend aufgearbeitet werden, um künftig solche Schicksale zu vermeiden.